Befolgen Sie vor der Nutzung die folgenden Anweisungen, um die Ronin S auszubalancieren. Schieben Sie den Griff seitlich in den Gimbal-Anschluss ein und verriegeln den seitlichen Verschluss. Befestigen Sie das mitgelieferte Stativ am Griff, klappen das Stativ aus und platzieren den Gimbal auf eine ebene Fläche, wie hier gezeigt wird. Richten Sie die Schrauben des Fokusrads an die M4-Schraublöcher des 8-Pin-Anschlusses am Gimbal aus und schrauben mit einem Innensechskantschlüssel die zwei Schrauben am Fokusrad fest. Setzen Sie die Kameramontageplatte auf die Unterseite der Kamera und schrauben die Schraube an der Kameramontageplatte fest. Montieren Sie die Objektivstütze an die Kameramontageplatte, um das Kameraobjektiv zu befestigen. Verriegeln Sie nacheinander die Drehverschlüsse der Schwenk-, Roll- und Neigungsachse des Gimbals. Schieben Sie die Kamera und Kameramontageplatte in die Kameramontagebasis ein und verriegeln den seitlichen Verschluss der Kameramontagebasis. Bewegen Sie das Kameraobjektiv, sodass es nach oben gerichtet ist. Halten Sie den Neigemotor fest. Lassen Sie das Objektiv los und überprüfen, wo der Schwerpunkt der Kamera liegt. Falls das Kameraobjektiv nach unten kippt, liegt der Schwerpunkt der Kamera weit vorn. In diesem Fall müssen Sie den Neigungsachsenarm nach oben schieben. Falls die Kamera nach oben kippt, schieben Sie den Neigungsachsenarm nach unten. Verriegeln Sie den Drehverschluss der Neigungsachse. Falls die Kamera vertikal nach oben zeigt und in der Position verharrt, ist die Neigungsachse ausbalanciert. Richten Sie das Objektiv nach vorne, halten den Neigemotor fest und überprüfen, wo der Schwerpunkt der Kamera liegt. Falls das Kameraobjektiv nach unten kippt, liegt der Schwerpunkt der Kamera weit vorne. In diesem Fall müssen Sie die Kameramontageplatte weiter nach hinten verschieben. Falls die Kamera nach oben kippt, schieben Sie die Kameramontageplatte weiter nach vorne. Verriegeln Sie dann den seitlichen Verschluss. Stellen Sie sicher, dass die Kamera in ihrer Position verharrt, wenn sie um 45 Grad nach oben oder unten geneigt wird. Halten Sie zuerst den Rollmotor und Rollachsenarm fest. Lassen Sie los und überprüfen, wo der Schwerpunkt der Kamera liegt. Wenn die linke Seite der Rollachse nach unten neigt, liegt der Schwerpunkt der Kamera weit links. In diesem Fall müssen Sie den Rollachsenarm weiter nach rechts verschieben. Falls die rechte Seite der Rollachse nach unten neigt, schieben Sie den Rollachsenarm weiter nach links. Halten Sie den Rollachsenarm fest und kippen ihn nach oben, bevor Sie ihn ausbalancieren. Verschließen Sie dann den Drehverschluss der Rollachse. Richten Sie die Kamera um 45 Grad nach links oder rechts. Falls die Kamera in der Position verharrt, ist die Rollachse ausbalanciert. Halten Sie den Gimbalgriff fest, kippen Sie ihn nach vorne und überprüfen Sie die Bewegung des Gimbals. Lösen Sie die Drehverriegelung der Schwenkachse. Falls sich der Gimbal nach rechts neigt, müssen Sie den Schwenkachsenarm weiter nach vorne verschieben. Falls sich der Gimbal nach links neigt, müssen Sie den Schwenkachsenarm weiter nach hinten verschieben. Verriegeln Sie dann den Drehverschluss der Schwenkachse. Falls der Gimbal in jeder Position verharren kann, bedeutet dies, dass die Neigungs-, Roll- und Schwenkachse ausbalanciert sind. Drücken Sie kurz auf die Einschalttaste, um den Akku einzuschalten. Halten Sie die Ein-Aus-Taste des Gimbals gedrückt, um den Ronin S einzuschalten. Geben Sie uns ein Like, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat. Abonnieren Sie doch unseren Channel für weitere Einführungsvideos. Falls Sie irgendwelche Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sie gerne in den Kommentaren hinterlassen. Oder kontaktieren Sie uns doch über die DJI Support Deutschland Facebook-Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.